Hallo Leute und willkommen zurück bei Smite. Ich muss erstmal so ein bisschen mich dafür bedanken, dass man mir Glück wünscht. Ja. Als Hintergrund, wir waren uns so ein bisschen uneinig, wer wen nehmen soll. Kurzzeitig hatten alle fünf Assassins ausgesucht. Und dann waren aber Ymir und Poseidon so nett und haben sich umentschieden. Nun haben wir immer noch drei Assassins, nämlich Loki, Bakasura und mich. Ich spiele Avilix. Nicht das erste Mal, das erste Mal für ein Let's Play. Also die letzten 4, 5, 6, keine Ahnung, Matches habe ich sie jeweils genommen. Gar nicht so einfach zu spielen. Ohne Witz. Also bei ihr muss die Combo-Reihenfolge richtig sitzen. Boah, wo gehst du auch hin? Und man muss halt einfach wissen, wann, wo, was einzusetzen ist. Das macht sie in meinen Augen schwieriger als 80% der anderen Götter. Naja, jedenfalls gibt es hier in dem Match zwei Lokis, zwei Ymirs, beide Lokis auf Level 2, beide Ymirs auf, Level 1. Also alles so ein bisschen, ja, mal sehen. Die Gegner haben eine etwas bessere Meta, weil die mit Kupi auch einen Fernkämpfer haben. Den haben wir ja nicht. Und mit Freya halt eine Magierin, den haben wir zwar in Poseidon, aber gefährlich. Sehr, sehr gefährlich, so eine Freya. Also, wird eine sehr lustige Runde, glaube ich. Wir müssen uns überraschen lassen. Mal sehen, was passiert. Ich werde mich so ein bisschen zurückhalten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo unser Ymir richtig initiated. Heieiei. Der Loki denkt sich das eher ähnlich. Oh, shit. Okay, den Loki holen wir uns. Sehr schön. Gut gemacht. Schön im Team gespielt. Ich hätte den Kill zwar gern gehabt, aber es ist ja relativ Wayne. Oh, shit. Naja, zum Glück hat sie dann nicht ernst gemacht und mich initiated. Sonst hätte das ziemlich böse ausgehen können. Ganz witzig hier, der Einser-Skill setze ich gerade ein. Da beschwört sie Suku, ihren Panther, und ist schneller im Vorwärts-Movement, aber langsamer hier in diesem Seitwärts-Movement. Muss also taktisch klug eingesetzt werden, sonst gefährlich. Wow, nee, da kannst du nichts machen. Da wollte ich ihn retten, aber... Ja, thanks, als ob. Sie hat dich halt geultet, Junge, entspann dich. Die Ulti von Avilix, relativ schwierig einzusetzen. Man muss sich den Gegner so einmal hochziehen. Na? Verdammt, also mit dem Dreier-Skill hochziehen. Das geht nur, wenn man ihn von hinten oder von der Seite trifft. Und dann muss man ihn ulten. Also echt relativ knifflig einzusetzen, um ehrlich zu sein. Im Vergleich zu vielen anderen Ultis. Aber ich mag Avilix, weil sie halt sehr, sehr mobil ist. Ach du Scheiße. Gerade auch durch Suku. Oh, warum? Ich hab sie doch erwischt gehabt. Scheiße. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ach, Mann. Der kleine Spasti. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ah, da war er zu schnell. So ein Kupi kannst du auch nicht davonlaufen, wenn er seinen Dreier einsetzt. Und der weiß, wie man spielt, der Spacko. Was mich wundert, er ist eigentlich noch auf Level 0. Beziehungsweise hat noch gar kein Level mit Kupi. Ist aber schon gar nicht so schlecht mit ihm. Gefährlich. Ah. Ja, nun. Ja, hier sieht man schön, wie langsam sie ist, wenn man nach rechts und links läuft. Und vor allem das Coole ist, wenn man so absteigt, ohne den Angriff zu initiieren, hat man keinen Cooldown. Das ist also ziemlich praktisch, finde ich. Oh, scheiße. Oh, sehr schön gemacht. Das war gut getankt. Ist das sein Ernst? Ah, shit. Ach, nö.
Dafür kriegen wir sie. Garantiert. Ah, oder auch nicht. Oh, oh. Plus Vector, Alter. Ja, ja, thanks. Wie auch immer. Wo bist du denn, Ymir? Ach, da. Auf dem Weg. Wenngleich du da sehr gefährlich lebst. Lieber nicht. Und eine krass ausgeglichene Runde. Habe ich fast vermutet. Die Gegner haben ein paar Kills mehr. Aber dafür waren wir wohl klüger, was die Minions angeht. Ah, zu viel geballt in der Mitte dort. Das kannst du knicken. Vor Loki habe ich so ein bisschen Angst. Oh shit. Und jetzt splitten wir uns? Wieso das denn? Okay, dann gehen wir aber zu denen hin, wo weniger sind. Oh, nö. Bloß weg von Kupi. Ach du Scheiße. Sehr, sehr fein. Ah, shit. Aber dafür ist sie tot. Da war sie sehr, sehr gierig. Gut, hat das bekommen, was sie wollte, den Kill. Wow. Spacko. Wow. Ungeil. Alter, wie viele Ultis haben denn da auf mich drauf geknallt? Oh, und unser Ymir ist wohl scheinbar ganz und gar nicht zufrieden mit Poseidon. Bisschen Lebensraub ist ganz cool. Ah, wobei ich hätte eigentlich mit Jotuns Zorn anfangen sollen. Oh, shit. Hier, macht mal das Ding kaputt, ihr Spackos. Na, Gott sei Dank. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ping geht für Defend. Ist gerade natürlich gefallen. Ich hätte es mir abgucken können, aber... Nö. Da den Tank so ein bisschen gerettet. Aus der Schussbahn genommen. Oha, jetzt sind alle 5 Gegner da. Und wir sind nur zu dritt. Ach du Scheiße, was machst du denn? Ah, dieser kleine Spacko. Sehr schön. Schön pushen, pushen, pushen. Yes. Bloß weg. Da war Kupi. Aber mega, mega geil. Wow, 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 wow. Boah! Die Freya. Alter, du ahnst es nicht. Ach, scheiße. Ätzend. Na gut, wir waren halt echt lowlife und die haben es auf uns abgesehen. Kannst nicht viel machen. Ich überlege gerade, warte ich auf die Blutschmiede? Ja, es dauert ja eh noch eine Weile, bis ich wieder lebe. Wow. Sei nicht zu gierig, Macke. Oh, Halleluja. Na, klasse. Double Kill und lass mich raten, er kommt auch noch davon. Wow. Das ist nur noch unser Ymir und ich habe gerade mega die Lags. Was ist denn da los? Man hat das gerade schön sehen können, wie die in Zeitlupe sich bewegen, die Gegner. Die nun mittlerweile sogar ziemlich führen. Ich muss mal auf F8 drücken, dann sieht man den Ping. Boah, 350? Alter Vattern. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Cool. Den Kill bekommen, trotz krassem Ping. Der mittlerweile bei 500 steht. Alter. Boah, bei 1000. Irgendeiner macht hier doch was im Internet in der Butze. Okay. Ich habe mal meinen Teamkameraden Bescheid gegeben. Wow! Alter, das ist doch nicht spielbar.
Was ist denn los, verdammte Scheiße? Ja. Nun, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt jetzt weitermachen soll mit dem Let's Play oder nicht, weil bei so einem Ping, bitterböse, ich werde einfach mal ein bisschen weiterlaufen lassen, die Aufnahme. 300 mittlerweile. Er geht so langsam, aber stetig runter. Okay. Trotz krassem Ping machen wir noch so ein paar Kills. Das ist doch eigentlich ganz nice. Und wir sterben. Naja. Was willst du machen? 250, okay. Ey, ätzend. Ich muss meinem Provider auch mal wieder Bescheid geben. Das kann so nicht weitergehen. Die haben mir letztens auch schon mal gesagt, dass da gerade so ein paar Schwierigkeiten wohl sein werden. Oh, Alter. Aber das ist ja mehr als ein paar Schwierigkeiten. Das ist hier ja einfach nur der Graus. Naja. Das geht gerade noch so. Unserem Bagger hier helfen, das Ding kaputt zu schlagen. Da kann man wenigstens noch einigermaßen nützlich sein. Das ist ein 300er Ping. Super. Oh Mann, ey, ätzend. Und das mitten in der Aufnahme. Och, blöd. Ach du Scheiße. Ah. Was? Ey. Das sind doch nur 200. Das müsste doch eigentlich noch einigermaßen spielbar sein. Aber das ist hier bitterböse. Gerade die ganze Zeit hinter mich, ob die liebe Cute Marshmallow da irgendwas macht. Die sitzt da nämlich so ganz still und heimlich rum. Boah. Alter. Schön den Tank fucken, immer gut. Wow. Alter Vater. Ich habe keinen Plan, was hier gerade abgeht. Und ich bin natürlich tot. Ihm ja die ganze Zeit am Thanks pingen. Ha, 244er Ping. Klasse Sache. Aber Jutons Zorn wenigstens. Ich verstehe das nicht. Hier macht keiner irgendwas im Internet. Das Einzige, was läuft, ist Smite. Und es ist so ein ekliger Ping. LOL. Läuft voll bei ihm hier. Das Schlimme ist, wenn wir hier nicht so einen ekligen Ping hätten, dann wäre er schon lange, lange tot. Okay, scheinbar habe ich ihn erwischt. Hä? Alter, wo läuft er denn rum? Okay. Ätzend. Raptor PT schreibt wohl was? Oh ja. So ein Kleinpimmel. KS. Mimi, Mimi, Mimi. Schwachkopf. Jetzt wäre das auch nur im Entferntesten wichtig hier in der Arena, wer sich die Kills holt. Ich habe ihn diesmal bekommen. Schick. Ja, sicher. Aber mittlerweile wieder auf 120 runter. Das heißt, jetzt wird es vielleicht spielbar sein. Oh, 99. Hammergeil. Das wollte ich doch sehen. 88. Jetzt den Tank schön zerbersten hier. Weg damit. Hoffentlich wird jetzt unser Bakasura auch noch rumschreien von wegen KS.
Das Ding kommt nicht durch. Oh, schöne Mauer von ihm her. Das war clever. Ah, ich habe die Ulti. Aber richtig schlecht gespielt, ey. Das meine ich nämlich mit Timing. Oh, was hat die blöde Kuh? Ja, Freya, mit den Sachen kannst du knicken. Mega OP. Null Chance. Egal, was du machst, du stirbst. One-on-one kannst du sie nicht. Außer du bist jetzt ein Loki oder so ein Scheiß. Apropos. Wollen da mal so ein bisschen für unseren Loki covern. Ah. Super. Die haben uns schön getrennt. Und sich die Rosinen quasi rausgepickt. Wo unser Loki jetzt hin will, keine Ahnung. Das Einzige, was ich hier sehe, ist gegnerische Minions. Auch er hat sich die Freya geholt. Das finde ich anständig. Das ist gut. Oh, shit. Oh, Kupi, Alter. Du dreckiger kleiner OP-Spacken. Unstoppable. Ja, super. Spielt Kupi wahrscheinlich zum allerersten Mal und hat schon eine 7-1er Killing Spree. Warum? Weil Kupi OP ist. Der kleine Spacko. Ja, ich bin scheinbar nicht der Einzige, der Lags hat. Nope. Sowas von nope. Na komm, hol ihn dir. Jo, ein Kupi halt. Was willst du machen? Nix. Kannst nur sterben. Bam. Musste ich meine Ulti einsetzen. Unter anderem. Und trotzdem hat sie mich so krass runtergehauen. Das ist unfassbar. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Ey, wenn Loki da nicht gewesen wäre. Junge, Junge, Junge. Oh scheiße. Sehr klasse. Okay. Und jetzt einen nach dem anderen wegjaxen. Oh, mach doch Platz, Ymir. Penner. Dieser kleine Penner. Ich sag ja, er entkommt jedes Mal. Oh, toll, ey. Und tot. Sehr schön. Jetzt die Freya noch. Sehr schön. Oh, Leute. Das wird so eine enge Kiste. Ja, wobei, wir können eigentlich kaum noch gewinnen. Sehe ich jetzt gerade. Ah, shit, shit, shit. Da hauen sie unsere Minions weg. Da ist die Freya. Ist auf dem Kill aus. Zusammen mit Kupi. Den kriegen sie auch. Yep. Oh, scheiße, ey. Noch ein fucking Minion. Wow. Die Ulti war zu fies von Humbert. Sie war echt gut gesetzt. Naja, war noch eine sehr, sehr spannende Runde am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns.